Das Thema künstliche Intelligenz, das beschäftigt die Menschen in Österreich, in der Steiermark und auch hier in Mürzzuschlag. Und wir haben uns daher bei Ihnen umgehört, was Sie so dazu denken. Naja, ich meine, es ist eine neue Entwicklung. Es ist für mich als alter Mensch nicht ganz leicht, mich anzupassen. Es ist nicht so, dass ich es total ablehne. Also ich werde es schon auch verwenden, es wird mir nichts nutzen. Ich sehe ja, dass es in der nächsten Generation schon viele beruflich verwenden. Gehört habe ich schon was, aber ich kann mir nichts vorstellen damit. Künstliche Intelligenz, ja, man liest im Internet darüber. Und ja, ich glaube, es kann unterstützend wirken für die Schüler und auch für uns im Alltag. Insgesamt glaube ich, dass man die kleinen Kinder jedenfalls davon weghalten soll, weil das Hirn soll selber arbeiten und nicht nur immer nehmen, was andere oder Maschinen sich erarbeitet haben. Ja, wir sollen selber arbeiten, oder? Und unseren Job behalten. Nein, würde ich nicht. Nein. Ist mit Sicherheit vonnöten, ja? Weil vieles Dinges funktioniert einfach ohne nimmer. Aber viel vorstellen kann ich mir nicht darunter. Ist das was Positives, was Negatives? Ist das wurscht? Ich glaube, es könnte positiv werden. Warum es positiv wird? Weil viele sind ja nicht intelligent. Und das würde dann die Intelligenz stärken, auf Deutsch gesagt. Nicht? Insgesamt, glaube ich, ist es schwieriger für uns geworden, Fake News, Bilder und so weiter zu unterscheiden von der Wirklichkeit. Das heißt, die eigene Erkenntnis zieht sich immer mehr zurück auf das, was man mit eigenen Augen sieht und hört und spürt. Ich meine, die künstliche Intelligenz ist nicht aufzuhalten. Wir werden uns damit befassen müssen. Nein, eigentlich habe ich jetzt überhaupt kein Bild von dem, was da sein sollte oder was da kommt oder was in der Schule immer passiert. Also das Verwenden schon für in der Schule. Ja. Und kommt da was Gescheites außer dabei? Meistens schon. Naja, die meisten Dinge haben das Potenzial, gut oder schlecht damit umzugehen. Es ist meine Wahl. Aber ich muss natürlich wissen, welche Möglichkeit mir das Medium eröffnet, beziehungsweise anderen Leuten eröffnet, falls ich mich nicht mehr wirklich ganz damit auseinandersetzen kann. Was wahrscheinlich der Großteil der Leute nicht kann. Ich bin einmal auf alle Fälle dafür, man sollte einmal alles ausprobieren. Wenn es gut ist, bleibt man, wenn nicht, dann gibt man es wieder her. Das denken Sie also zum Thema künstliche Intelligenz. Die Meinungen in Mürzzuschlag, die gehen auseinander. Man wird sehen, was die Zukunft so alles bringt.